werden immer mehr und immer mehr und immer mehr Leute hier am Kapitelplatz. Extrem. Also es war immer schon für mich besonders, vor allem wenn man dann in Salzburg, muss man, wenn man aus dem Flieger aussteigt, auch direkt rausgehen, weil man hat kein Gate. Und dann einfach das, ja, man spürt einfach, okay, jetzt ist man daheim und das ist eigentlich das Schönste. Die Geburt vom Sohn war schon ein Wahnsinnserlebnis, dann jetzt das, die Goldmedaille und dann nochmal Bronze dazu. Also immer so in Augen, dass es wirklich, dass ich weiß, dass es nicht ein Traum ist. Die Anna hätte heute auch eine andere Veranstaltung, denn sie ist da nominiert für den Laureus und zwar in Monte Carlo. Was hat denn für Salzburg den Ausschlag gegeben? Ja, also daheim ist daheim, würde ich sagen, und Olympiasieger wird man noch einmal und das war ja doch für Österreich und deshalb freue ich mich, dass ich da bin. Ja, ich habe schon gut überstanden, muss ich sagen. Also letztes Wochenende hat es bei uns, bei mir daheim natürlich einen riesen Empfang gegeben mit einer gescheiten Feier und ja, also zurückgehalten haben wir uns nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also das haben wir schon Gas gegeben. Ein bisschen früher schlafen gegangen als wie normalerweise, ausnahmsweise um halb neun schon. Und das war super. Mit dem riesen Jetlag, was wir natürlich haben, müssen wir froh, wenn wir momentan früh ins Bett dürfen. Gut schlafen können. Ja, herrlich. Also kein Aufzug neben meinen Ohren und super gelegen. Ich danke mich bei Ihnen daheim und noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön.